Jo, hallo liebe Leute, hier ist der Gusor wieder am Start und ich probiere das jetzt einfach mit einem kurzen Zwischenvideo mal. Und zwar nehme ich direkt über die Elgato auf und probiere einfach das nicht einfach nur in Anführungsstrichen abzufilmen, sondern direkt über die Elgato aufzunehmen und dann in Camtasia später zu schneiden. Ich hoffe, das klappt. Jetzt gucke ich natürlich logischerweise wieder runter, weil ich halt den Angriff so mache. Jetzt gucke ich mal, dass mir das Mikro nicht so extremst in der Latichte umherfummelt. Hier haben wir einen Town Hall 9er, den ich normalerweise nicht mal angegriffen hätte. Aber durch den Loot, den er selber auch hat, ist das in Ordnung. Da geht das auf jeden Fall klar. Und dann würde ich sagen, greifen wir den an. Und ich würde sogar sagen, wir machen beides, dass wir hier wirklich möglichst viele Compartments aufbrechen. Weniger Bowler. Ja, mir wurde es ja befohlen. Nimm noch weniger Bowler, nimm noch weniger Bowler. Und das ist ja definitiv auch richtig so gewesen, dass man halt wirklich nicht so viele Bowler und die dann einfach auch besser irgendwie verwendet. Hier haue ich einfach mal einen Freeze drauf. Ob das jetzt sein muss, ist eine Sache. Aber es geht einfach darum, dass die Clan-Truppen mir halt eben gar nichts tun. Jetzt gucke ich hier, dass ich hier halbwegs noch ein paar Mauerbrecher verblase, weil brauchen tue ich sie jetzt nicht wirklich. Ich hau nochmal einen Rage drauf. Habe ich jetzt gar nicht. Ja, das hatte ich ein bisschen verpeilt. Der, weil ein 3-Star sollte das grundsätzlich immer werden, auf jeden Fall. Aber wenn man es natürlich dann so ein bisschen vergeigt, dann natürlich nicht. So. Queen ist aber noch completely alive, also das ist ganz in Ordnung hier. Ja, defmäßig sollte das so gut wie alles weg sein. Ich hau hier jetzt mal die beiden. Ah, schade, hab ich verkackt. Ja, ganz klar. Ich wollte eigentlich Bogenschützen und halt Luckys so droppen, dass der Bo Bomben, dass der Bombenturm, genau, dass der Bogenturm ein bisschen länger zu tun hat. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Obwohl, das ist nicht unbedingt ein Problem, weil jetzt guckt mal gerade. Genau, darauf wollte ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus, dass eventuell die Truppen so lange brauchen, bis die hier sind. Nicht, dass die Zeit abgelaufen ist, sondern bis der King wieder geheilt ist. Jetzt mache ich das mal so. Und jetzt ist der Heiler im Rage und könnte den King noch ein bisschen mehr heilen. Und die Queen wird jetzt nochmal die Ability genommen und dann passt das. 6 Pokis für 100% Sieg. Ist okay, wie gesagt, alleine schon mit dem Loot zusammen ist das nice gewesen. Und wir machen mal nochmal eine Anfrage, weil die Truppen sollten wir relativ schnell wieder beisammen haben. Neue Aufstellung, seitdem ich ja im Stream war mit Max zusammen, sagte er halt, ey, ne, ja, Luckys eventuell noch ein bisschen zum draußen noch ein paar Prozente, die ein oder anderen Prozente zu klären. Auf jeden Fall ziemlich nice. Frost auch gar nicht verkehrt, den wir jetzt natürlich nicht wirklich gut zeigen konnten, aber denke ich, ist okay. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Gibt es noch irgendwas, was ich spenden kann? Würde ich gerne tun. Ging. Nee. Achso, Beben. Natürlich, dann gibt es ein Beben. Und dann müssen wir natürlich auch selber wieder ein Beben ausbauen. Hier sehen wir das halt wieder, dass es wieder schön machbar ist auf dem iPad. Weil, wie gesagt, unter BlueStacks gibt es da ja die ein oder anderen Probleme. So, jetzt schauen wir mal, was wir. Ob wir noch eine coole Dev haben. Nee, nicht wirklich. Also er hat ja zaubermäßig hat er richtig abgeliefert, oder? Ich meine, der hat ja alles einmal mit bei. Also er hat relativ, also die Zeit hat er gebraucht. Er hat langsam angefangen, halt sich die paar Prozente, die halt irgendwo sind, die sich halt eben zu snacken vorher. 4% bestimmt. Ja, mit dem unteren hier sogar noch. 3%. Ja, also ein paar Prozente kommen da schon zusammen auf jeden Fall. Freeze gedroppt, die Luckys defen natürlich schön, klar, aber da ist das Town Hall schon matschig und will nicht mehr so richtig.
Da war einmal reingegangen, mehr oder weniger, und dann war die Sache auch gegessen. Queen sagt noch Hallo, aber der Inferno sagt halt dann, gut, wir möchten dich hier nicht haben. Und dann passt das. Und da hat er echt sogar noch einen Two-Star hinbekommen. Cooles Ding von ihm auf jeden Fall. Passt. Mir mein ganzes Dunkles geklaut. So ist das. So ist das. No need to worry. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Das passt schon. Ja, ich wurde dann darauf angesprochen von wegen, ja, wie sieht's denn aus mit Jump? Ja, wie gesagt, also ich habe ja mal gesagt, wenn die Mauern weg sind, dann sind die Mauern halt weg. Teilweise kann man natürlich auch mit Mauern, die weg sind, natürlich auch einen Nachteil haben. Natürlich, also sprich, die, ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Queen ist drinne und geht dann einfach wieder raus. Wäre der Jump dann nicht mehr da, könnte sie halt nicht mehr zurückjumpen. Aber nee, ich weiß nicht. Das ist mir einfach, nee, finde ich so besser. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir die Möglichkeit, das Town Hall auch zu bekommen. Aber da müssten wir ganz, also wir können hier da droppen. Und ich mache das einfach mal. So, jetzt da ein paar. Da ein paar. Nicht Bowler, sondern Riesen. Dann zack. Ich hoffe, da ist nichts, was mir hier meine Tour versauen könnte. Nee, sieht ganz gut aus. Dann schauen wir mal, dass wir da die Sachen unterbringen können. Und dann nochmal ragen, weil die sich jetzt ein bisschen in den äußeren Bereich aufhalten. Das ist doch gut. Das klappt ganz gut hier. So, die Luckys nehme ich später noch, weil ich sehe, von der CB geht definitiv kein Risiko mehr aus. Also das ist ganz gechillt. Queen rennt außen rum, ist auch in Ordnung. Passt. Bogenturm. Nee, Bogenturm. Bogenschützen habe ich noch. Ja, hau ich die mal hier rein jetzt einfach. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch regeln können. Ich denke mal, 70% sehen wir hier. Also schade, dass nicht noch ein Heiler mit durchgehalten hat, aber gut, ich denke 70% sind ohne Probleme machbar. Und dann sollte es das schon gewesen sein. Der hat hier alles noch im Bau. Das kommt mir natürlich auf jeden Fall entgegen. Das sind einfach mal komplett geschenkte Prozente. Aber mehr als 70 brauche ich ja eh nicht, weil der Loot sich dann nicht mehr erhöht. Und das, was ich hier sozusagen aus den Ressourcensachen bekommen kann, ist halt jetzt auch nicht die Masse. Aber passt. Jetzt gucken wir mal. Ich meine, solange meine Queen noch nicht hier irgendwie zur Hälfte kaputt ist und ich die halt noch Ability-mäßig nutzen kann. Jetzt wäre es mir zu viel. Passt. Guckt hier, 100%. Passt. 8 Pokis dazu. So ist das toll. Dann werde ich gleich wieder Luckys anfragen. Hat wer Bowler? Na klar, logisch. Ja, na klar, logisch. Kriegen wir doch hin, ist da gar kein Thema. Schieben wir mal die Bowler hier ein bisschen hin und her. Klar, die paar Sekunden hätte ich jetzt auch noch warten können, aber das ist mir vollkommen egal. Erstmal will ich was spenden. Das ist für mich wichtiger, weil danach bin ich eh wieder arbeiten und dann passt das. Also das scheint echt eine runde Sache gewesen zu sein. Jetzt gucke ich mir das halt gleich danach noch an, wenn ich das halt schneide. Ob die Qualität halt wirklich dementsprechend ist. Weil ich will halt nicht einfach sagen, na gut, okay, ich filme mir das halt mit Camtasia ab und dann war es das und alles gut. Da müsst ihr jetzt mit einer schlechteren Qualität leben. Sondern ich will schon, dass ihr da ungefähr gleichbleibende Qualität habt vom Bild her, also von der visuellen Qualität her, nicht von der Angriffsqualität. So, immer noch kein Bowler. Was ist da mit dich, Alter? So. Den ersten. Dann sieht er schon mal das, was passiert.
Das ist doch schön. Master Luda haut hier nochmal ordentlich raus. Von der Base hätte ich eigentlich auch wieder Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl das Town Hall wirklich sehr, sehr weit außen steht eigentlich. Da sieht man mal, wie gut das laufen kann, aber man darf halt auch nicht die gemaxten Truppen vernachlässigen, ganz klar. Die sind da mal definitiv da. Aber so wie ein Hunderter hätte das jetzt für mich noch nicht ausgesehen. Aber ja, wir werden ja gleich eines Besseren belehrt, definitiv. Also hier würde ich immer noch sagen, das wird kein Hunderter. Aber dann scheint das noch gut reinzuknallen hier. So, jetzt müsste der da visiert er an. Passt. Igelartillerie weg ist er. Passt. Ja, da haben sich die Bowler hier in dem Bereich ein bisschen doof angestellt, in Anführungsstrichen. Aber solange die immer noch geheilt werden, ist das ja alles gar kein Thema. Da ist das alles noch ganz toll. Da braucht man einfach ein paar Heiler an der richtigen Stelle und dann läuft das. Und hier seht ihr wieder, einfach werden zwei Sachen zeitgleich halt wirklich zerstört. Das ist halt wirklich beim Bowler richtig, richtig nice. Das ist das, was einem wirklich schnell mal den Sieg bringt. So, das soll es dann auch wieder fürs Video gewesen sein. Wie gesagt, eigentlich nur ein Testvideo für mich, ob ich sehe, ob es schneidbar ist, das Material, ob das alles klappt. Aber ich dachte mir halt auch, naja, man kann ja gerne das nochmal mit ein paar Angriffen ja, vertun, beziehungsweise dann halt eben einfach nochmal zeigen, wo der Frosch die Locken hat oder wo er sie halt eben noch nicht hat. So, jetzt fehlen mir noch, ja, etwas unter 100 bin ich, dann wäre ich wieder beim maximalen Wert. Beziehungsweise beim Poki-High, aber das passt soweit. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mal rein. Ciao, ciao.